Heute machen wir Tsukune. Das Gericht kommt aus Japan und ist gewürztes Geflügelhackfleisch am Stiel. Dafür brauchen wir Hähnchenbrustfilet und das schneiden wir in ganz feine Streifen, um es anschließend zu Hackfleisch zu choppen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das zu Hause habt, auch euren Fleischwolf verwenden oder den Metzger eures Vertrauens bitten, Geflügelfleisch durch den Wolf zu lassen. Wichtig hierbei ist wirklich, dass ihr das Geflügelfleisch sehr fein hackt. Ich habe hier Hähnchenbrustfilets genommen. So, das Ganze geben wir in eine Schüssel und nehmen jetzt noch Ingwer dazu. Walnuss, großes Stück. Haut abschneiden oder Schale und ebenfalls sehr fein schneiden. Eine halbe Schalotte. In feine Würfel schneiden. Dann nehmen wir Koriander. Wer Koriander nicht so gerne mag, kann gut auf Frühlingslauch zurückgreifen. Das Ganze würzen wir mit Salz und geben jetzt für die Bindung noch etwas Stärke dazu. Gut durchkneten. Wenn ihr euer Geflügelhackfleisch von eurem Metzger bekommt, dann reicht es aus, nur mit Stärke zu arbeiten. In meinem Falle, per Hand geschnitten oder per Hand gechoppt, würde ich euch empfehlen, noch ein Eigelb dazu zu nehmen. Wenn eure Masse noch zu feucht ist, so wie in diesem Falle, einfach noch ein bisschen Stärke dazu geben. Jetzt können wir unsere Stiele formen oder das Fleisch um den Stiel formen. Und in die Fritteuse geben. Die Fritteuse sollte ca. 180 Grad haben. So, unsere Tsukune waren ca. 4 bis 5 Minuten im heißen Fett und jetzt können wir anrichten. Mit einem Pinsel Chilisauce auf die Tsukune pinseln. Das gibt nochmal eine schöne Würze und vor allem auch einen schönen Glanz. So, fertig sind unsere Tsukune und klassisch wird dazu Sojasauce mit Eigelb gereicht. Ich wünsche euch guten Appetit.